herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute lege ich mal das Messer weg. Heute möchte ich mit euch Zwetschgensirup machen und es geht ganz einfach. Die Zutaten, die ihr dazu braucht, die stelle ich euch jetzt kurz vor. Ich habe hier schon mal vorbereitet 1 Kilogramm Zwetschgen, dann einen Glasbehälter, wo ich den Sirup reinfülle, aber ich werde jetzt wahrscheinlich eine alte Flasche da nehmen, dass man es auch gescheit verschließen kann, weil ich glaube nicht, dass wir den so schnell leer trinken, der ist doch sehr süß. Dann habe ich hier Zimt, dann habe ich hier Bio-Zitronensaft, plus eine Zitrone, die habe ich noch nicht geholt, die liegt noch da hinten, fällt mir gerade auf. Also eine Bio-Zitrone, weil die Schale wird auch abgekocht, am besten unbehandelte Zitrone. Dann Bio-Agaven-Dicksaft, muss nicht sein, könnt ihr reintun. Muss aber nicht sein. Anstattdessen verwenden auch einige noch zu dem Zimt eine Vanilleschote, die sie auskochen. Und dann habe ich hier noch Zucker, ganz normalen Kristallzucker. Und genau, dann fangen wir mal an. Der erste Step ist einfach die Zwetschgen waschen. Das habe ich in dem Fall schon gemacht. Dann halbieren, den Kern entnehmen und dann vierteln. So, jetzt habe ich noch kurz die Zitrone geholt, dass ich alles beisammen habe und den Topf, in den die Zwetschgen, also die geviertelten Zwetschgen, dann gleich reinkommen. Jetzt schneide ich erstmal alle Zwetschgen, also ich viertel alle Zwetschgen und den Kern sind natürlich. Und dann geht es ab in den Topf. Das ist mal der erste Schritt. Damit seid ihr jetzt erstmal eine Weile beschäftigt. Oder ich auch. Jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich alle Zwetschgen geviertelt und entkernt. Und jetzt kommt die Zitrone. Und zwar, das mache ich immer ein bisschen anders als in anderen Rezepten. Und zwar, ich schneide die Zitrone klein. Und das ist eine Bio-Zitrone, also unbehandelt. Ich habe sie vorher trotzdem gewaschen. Und gebe sie zu den Zwetschgen dazu in den Topf. So, und eigentlich drückt man die aus und macht dann die ganzen Reste rein und dann gebe ich aber noch, weil die eh ganz gut ausgekocht wird, ein paar Tropfen Zitronensaft hinzu. Dann kommt der Zimt. Oh, ich finde, es schaut jetzt schon so lecker aus. Oh, wenn ihr das sehen könnt. Schaut jetzt schon so gut aus. So, der Zimt. Dann kommt etwas Agavendicksaft. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt leere ich da etwas Wasser drüber, sodass alles bedeckt ist. So gut wie. So. Und jetzt kommt das alles auf den Herd. Ich bringe jetzt dieses ganze Zeug zum Köcheln und lasse es 30 Minuten auf mittlerer Hitze im Topf köcheln. Es sind jetzt ungefähr 10 bis 15 Minuten vergangen, also die Hälfte der Zeit. Und ihr seht schon, die Pflaumen oder die Zwetschgen, die lösen sich auf, also die werden ganz wässrig. Das heißt, das Wasser färbt sich langsam lila und ihr werdet sehen, der Sirup hat auch eine wirklich mega, mega schöne Farbe. Und ich muss es ein bisschen zurückschalten. Aber ihr müsst dann danach, also wenn es fertig geköchelt hat, dieses Ganze mit Deckel drauf ungefähr einen halben Tag stehen lassen. Also ich sage so 6 Stunden ungefähr. Und danach geht es dann weiter mit Zucker aufkochen und abfüllen. So, also ich habe es jetzt rüber geschüttet. Ihr seht schon, dass unten ganz viel Flüssigkeit ist. Und jetzt gebe ich eben diese Masse mit den kleinen Ministückchen nochmal durch das Sieb direkt quasi auf den Zucker drauf. Und da sind dann nochmal die kleinsten Teilchen, werden daraus gefiltert. Dann mache ich den Herd an auf Stufe 6 von 9. Da seht ihr, da kommt noch so ein bisschen Fruchtfleisch eben raus. Aber ich will ja eigentlich, dass es ganz schön klar wird. Und jetzt koche ich das Ganze auf mit dem Zucker. So,
So, und jetzt rühre ich hier ganz sanft um mit dem Zucker und jetzt warte ich, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Und dann ist der Sirup auch schon fertig. Dann fülle ich das in die destillierten Flaschen ab, die ich vorbereitet habe. Schauen wir mal, wie viel Liter das werden. Ich denke mal so 2, 1,5. Jetzt habe ich den Sirup in die sterilisierte Flasche abgefüllt und draufgedruckt, was es ist. Und noch ein paar Thymianzweige rein, die jetzt leider schon untergehen. Aber ich finde, es macht ganz gut was her und er schmeckt wirklich mega. Und die Farbe ist auch echt krass. Also ich würde euch empfehlen, den mal selber zu machen. Jetzt ist eh Zwetschgensaison. Vielleicht findet der ein oder andere ja Gefallen daran. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.